wichtig. Haben wir jetzt als nächstes in der Abfolge die Tagesordnungspunkte 3 und 4 zu behandeln. Wie ich es eingangs gesagt habe, dass uns zwei Staatsratsmitglieder verlassen und zwei neue entsprechend wir begrüßen wollen. Das hängt natürlich stark davon ab, dass wir zunächst erstmal die beiden Vorlagen entsprechend beschließen und dann würde ich entsprechend für beide gemeinschaftlich hintereinander die Verpflichtungen vornehmen. Deswegen rufe ich zunächst den Tagesordnungspunkt 3 auf. Wer der Beschlussvorlage seine Zustimmung geben möchte, den bitte ich jetzt um das Stimmzeichen. Gegenstimmen, Stimmenthaltung. /59 Ja, keine Nein, eine Enthaltung. Wäre das so beschlossen? Wir kommen zum Punkt 4 und da haben wir auch die Abstimmung über die entsprechende Vorlage durchzuführen und ich darf fragen, wer der Vorlage seine Zustimmung geben möchte, um das Stimmzeichen. Gegenstimmen und Stimmenthaltung. Dann ist das einstimmig mit 62 Ja-Stimmen erfolgt, sodass erstmal beide Abstimmungsgrundlagen geschaffen worden sind und ich darf jetzt mal nach vorne bitten, dass wir dann die Verpflichtung vornehmen, sowohl Frau Eileen Mühlbach und Herrn Thorsten Hans, ich sage mal zwei beide nicht Unbekannte in der Stadtgesellschaft, Herr Hans ja auch ein wieder zurück an alte Wirkungsstätte. Und damit Sie dann auch die Tätigkeiten wahrnehmen können, machen wir jetzt die Vereidigung. Aber Sie müssen. Und das bis 22 Uhr. Also. Es ist, und so steht es in der Gemeindeordnung, dass wir die Formel, die Verpflichtungsformel, ich verlese und Sie dann diese bekräftigen mit Ich gelobe es. Sie können auch ergänzen mit So wahr mir Gott helfe. Und es steht auch drin so bei uns, dass wir anschließend bekräftigen die Verpflichtung durch Handschlag. Wenn Sie sagen, um Gottes Willen, wir können uns auch zuboxen, auch das ist entsprechend hier heute der neue Handschlag in diesen Zeiten. Also ich verlese die Verpflichtungsformel. Ich gelobe, die Verfassung, Gesetz und Recht zu achten und zu verteidigen, meine Pflichten nach bestem Wissen und Gewissen uneigennützig und verantwortungsbewusst zu erfüllen und Gerechtigkeit gegenüber allen zu üben. Außerdem gelobe ich, die Rechte der Landeshauptstadt Dresden gewissenhaft zu wahren und ihr Wohl und das ihrer Einwohnerinnen und Einwohner nach Kräften zu fördern. Jetzt fangen wir mit Frau Mühlbach an und dann Herr Hans. Also Frau Mühlbach. Und Herr Hans. Und jetzt das, was wir belobigt haben, werden wir noch entsprechend aktenkundig machen. Und Frau Gertig bringt entsprechend
So, damit haben wir die neuen Stadträtinnen und den neuen Stadtrat in unserem Kreis verpflichtet. Und ich darf auch noch mal ganz herzliches Dankeschön an die ausgeschiedenen Räte sagen, Frau Osjander, Herr Kaniewski, für Ihre Tätigkeit im Ehrenamt für diese Stadt. Viele, viele Stunden des Freizeitengagements. Dankeschön und Ihnen beiden alles Gute.